Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines. Und man geht rein und sieht hier schon wieder Sachen blinken. Steuern zu hoch. Macke. Wir sind nur bei 12% oder so. Steuern da. Achso, die haben alle noch 13. 12. 12. 12. Also früher ging es mit 13 super. 12. So. Überall 12. Besser? Nein, immer noch nicht. Die sind aber immer noch. Achso, warte mal. Man sollte. Ah, jetzt geht's. Gut. Und ich bin echt überlegen, ob ich das Ding abreiße hier. Ich mach's weg. Weil es bringt echt nichts. Ohne Mist. Es macht nur Probleme. Es brennt überall. Dann mache ich da lieber Bürogebäude hin. Echt, ohne Mist. Dann, wir sind ja eh da gerade dabei, die Bildung gut auszubauen. Dementsprechend machen wir halt hier Büro hin. Ein paar Parkplätze sind ja da. Was auch ziemlich wichtig ist. Ich merke es mal ab und zu. Wenn ich nach München muss, es ist ekelhaft. Da ist ein richtiges Bürokomplex, Gebiet, nenne ich es mal. Fast keine Parkplätze. Ich weiß nicht, wie man da parken soll. Das ist jedes Mal ein Geficke, da irgendwas zu finden. Deswegen Parkplätze immer gut. Vor allem in Bürogebieten. Wir haben auch schon welche drin. Wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Der Unbekannte ist das, der da. Der macht zwar nicht so wie, also müssen wir wahrscheinlich noch einen Park oder so dazwischen bauen irgendwo. Weil die nicht ganz so viel. Doch, 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 noch bei einer gewissen Masse geht's. Oh, hier machen wir rechts und links von der Uni. Damit die bei der Uni parken können, da sind sie schon. Und parken fleißig. An der Uni. Die können noch genug Leute aufnehmen. So, dann gucken wir aber auch, wenn wir wirklich jetzt nur noch Dings haben, dass wir echt die Bildung hochkriegen. Dazu dürfen wir auf jeden Fall noch eine von denen bauen. Wenn hier vorne schon nichts los ist. Und Schulzeug, so. Daher. Da ist zwar wahrscheinlich keine Straßenbahn, aber da ist eine Straßenbahn. Das reicht. Immer noch nicht. Sind wir eine Straßenbahnhaltestelle? Ja. Da noch eine Schule hin. So, dann sind wir zumindest an der Kapazitätsgrenze und Oberschule brauchen wir noch eine. Schwierig daher. So, die da drüben meckern noch über den Strom. Mensch, dann müsst ihr halt mal hier vorne bauen. Ist da? So, besser. Das haben die ersten Firmen Strom. Der baut den auch direkt da. Klar, habt ihr da einen schönen Blick, aber. Der Strom ist wichtig. Hallo? Dieses Eingerast immer. Ein bisschen auf dem Zünder, weil es teilweise so scheiße einrastet. So, besser. Dann können wir das hier wieder wegmachen. Blockieren wir nichts. Hier vorne haben wir noch gar kein Bürogebiet ausgewiesen. Nochmal da und da. Da könnte man theoretisch das auch wieder wegmachen, gell? Und das zu Wohngebieten machen. Mache ich, glaube ich, auch. RIP. Tschüss. Das wird zu dicken, fetten Wohngebieten.
Wir haben zwar null Nachfrage danach, aber dann können wir eigentlich direkt das da. Budgetfenster aufrufen. Ne, das wollte ich nicht. Ich will das abreißen. Ja. Ja. Ich hoffe, das sind keine Wohnhäuser. Ah, da brennt noch. Wir wollen nämlich in unseren Wohngebieten machen wir nämlich Hundeparks. So. Und so. Alter, da gehen die Ugler richtig hoch. Zack, 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 zack. Können wir hier einen hinsetzen? Den Rest? Nö. Nö, nö. Ärzte? Was ist denn das? Sauna? Eine Sauna, medizinische Einrichtung, wo die Leute heißen Dampf, heiße dampfige Räume baden. Die Verwendung von Handtüchern ist freigestellt. Sauna geben ihrer Nachbarschaft einen Gesundheitsbonus. Steigern sie Zufriedenheit. Haben wir bis jetzt ein großes? Nö, noch gar kein großes. Dann hilft nur eins. Ein großes. Krankenhaus, genau so hieß es. Ich kam nicht drauf. Ein großes Krankenhaus ins Gebiet. Und was ist das mit der Sauna? Das hatte ich echt noch nie. Sauna. Die ist ja voll klein und niedlich. Die passt ja voll hinein. Das ist ja schön. Machen wir mal dahin. Um den Hüpfer zu überbrücken. Nix. Dahin. Jetzt haben wir den Hüpfer geschafft. Saunas. Klar. Immer wieder Sauna rein. Hier kann man auch noch irgendwo eine Sauna reinstopfen. Eine Sauna ist schon was Geiles. Eine Salzsauna. Oder war das eine Salzsauna, wo ich drin war? Ich glaube ja. Und vor allem im Winter, ja. Schön draußen sitzen. Hilft. Hilft super. Gut. Dann haben wir hier das dicke Wohngebiet, da haben wir dickes Wohngebiet und hier vorne ist sozusagen das kleine, was aber, denke ich mal, nach und nach auch noch ausgetauscht wird. Wie sieht es denn hier mit dem Wasser aus? Hat man alles, gell? Ja. Schaut süpi aus. Ihr werdet leer gemacht, gell? Und ihr seid aus, genau. Ihr werdet leer gemacht und könnt dann gleich weg. Damit wir unsere Mülldinger, die können wir dann auch noch verschieben zur Not. Haben wir hier jetzt eigentlich schon eine... Stimmt, wir haben... Straßenbahn baut. Aber keinerlei, Haltestellen hier drüben. Zack. Zack. Den? Nein. Shit. Das ganze Ding wird gemacht. Einmal am Krankenhaus, einmal an der Uni. Da nochmal. Das ist erstmal die erste. Dann entgegengesetzt. Hatte ich zwar drüben, glaube ich, versetzt gemacht, aber... Und einmal... Eine, die beginnt... Da... Das habe ich doch. Ah, jetzt. Bett da lang. Immer schön auf die Punkte mithalten. Da ist nichts, da. Wie weit ist denn hier das erste Ding entfernt? Hier unten müssen wir mal nicht quer. Querding einmal. Da einmal hin. Eigentlich brauchen wir nicht jedes mitnehmen, hä? Da. Ist trotzdem nochmal da halten. Das ist sozusagen die große Runde, die auch ins andere Gebiet geht. So. Eine, die da lang fährt. Theoretisch noch eine in gegengesetzte Richtung, aber das passt das noch. Straßenbahnen sind cool.
Die gefallen mir, genau, die gefallen mir. Große Stadt! Krematorium und Wasseraufbereitungsanlagen. Genau, sie wollen kein Dreckwasser mehr reinpumpen. Water! Die ist schön. Das ist so schön. Wir haben hier diese Dreckwasserdinger da. Aber machen wir die auf die Seite. Mach die erstmal auf die Seite. Eins. Zwei. Ström. Ah, das mit dem Strom wird noch lustig hier. Und das gute Wasserrohr. So, einmal laufen lassen bitte. Wie schaut es mit dem Wasser aus? Nein, Wasser. Das Wasser. Abwasserreinigung ist super. Dann kann das nämlich weg. Ebenfalls. Und das Stückerl. Wasser an sich könnte man nochmal was machen. Hier ist so und so eigentlich. Na? Du weg, du weg. Ihr verschandelt doch die schöne Aussicht für unsere Strandleute, ja? Heißt, ihr verschwindet jetzt. Danach. Na? Und da ist ein Baum wieder erschienen. Das ist aber schön. Und? Hier drüben läuft's auch. Passt. Da, die wunderschönen Bäume kommen wieder. Da wurde das ehemalige Forstgebiet zum Bürokomplex umgebaut. Und niemand will, also ja, die wollen immer noch, Einkaufsgebiete, immer noch. Aber da brauchen wir vorher noch, müssen wir die Dinger noch umziehen. Und da warten wir noch, bis die leer sind, weil sonst müssen die so weit fahren. 7% noch, yay, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich bekannt zu geben, das war's. Zugeheim, das ist unsere schöne Stadt, Preis, attraktivste Stadt. Aha. Wir sind wieder die attraktivste Stadt hier. Minus 10 Grad. Wie sieht's denn mit der Müll aus? Immer wieder mal. Da hinten ist noch ein Haufen Müll. Wir sind halt noch beschäftigt. So, Krematorien. Brauchen wir auf jeden Fall. Sonst haben wir das Problem, dass uns irgendwann die Toten übergehen. Ich stehe hier hinten ohne eins hin. So, alle glücklich, wieder ein paar Leute verloren, aber alle glücklich. Schon brennt's. Wie schaut's denn hier aus? 1700 und hier hinten war da glaube ich noch einer da. 900, ja da ist noch Platz, da ist noch Platz, also wer lieber auf dem Friedhof möchte. Was ist das? Was war das? Ein Gebäude steht in Flammen. Oh mein Gott, die Sau da. Aber sie haben sich gelöscht. Sehr schön. Ihr seid ja supi drauf. Und da hinten sollten langsam mal Müllfahrzeuge hinfahren. Was ist denn los? Das ist ein Müllfahrzeug und der fährt woanders hin. Da, jetzt. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Warte. Kranke Bürger, oh. Schnell, holt sie alle ab. Ah, und der Müll ist auch weg. Perfekt. So will ich das sehen. Tote Bürger. Eieieiei. Sie sterben alle. Es will aber niemand mehr eins. Wir brauchen neues Land. Neues Zeugs, damit die einziehen können. Oder damit die Herr wollen. Und zwar brauchen wir Gewerbegebiet.
Wir wachsen leider nicht weiter. Das Gewerbegebiet mache ich mal in die andere Richtung, hä? Dann hilft nur eins. Alles weg. So, die bleibt. So, das bleibt erstmal. Große Kreuzung Gester. Ah, shit. Da muss noch ein bisschen was weg. Und ihr müsst kurzzeitig. Da war noch was. Wir wollten noch Zug anbinden, auch wenn wir jetzt keine Industrie mehr haben. Zug anbinden geht trotzdem. So. Als allererstes. Upgrade. Soweit geht. So, wir wollen ja Schalldicht haben, ne? Einmal da dran. Da dran. Halt. Perfekt. Und da drüben. So, da alle fahren so weiter. Und da drüben können wir jetzt eigentlich dann das Gewerbegebiet auch nur umziehen. Dann machen wir noch den Mittelstreifen weg irgendwie. Schauen wir mal. Oder? Ich weiß es nicht. Und dann nur da Wohngebiet. Yay! Dum, 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 dum. Tschüss. Das erste ist leer. Das ist auch gleich leer. Können wir das nächste schon mal anschmeißen? Du darfst wieder dich entleeren. Halt, wir haben den Zug noch nie wieder hergerichtet. Zug. Zug. U-Bahn, U-Bahn, Zug. Bahnhof. Ich muss jetzt erst einen Bahnhof bauen. Bevor ich. Ja, das ist wieder so typisch. So, und jetzt kann ich die wieder bauen. Wahnsinn. So. Da haben wir das, dann können wir den Nudel anbinden, ne? So. Und da, wo. So. Dann haben wir das angebunden. Passt. Dann können die jetzt schon mal dort ins Gewerbegebiet, beziehungsweise später in das Wohngebiet, was da stehen wird. Bahnhof. Züge halten und Passagiere aufnehmen. Und das direkt hier bei dem. Wie die rüberkommen, ist noch die große Frage. Wahnsinn. Sind die einfach über die Straße oder? Ne. Die rennen den ganzen Weg bis zum nächsten Dingsübergang. Krass. Kann ich hier irgendwie? Nein. Warte mal, Fußgängerwege sind glaube ich da, gell? Winterparks.
Gab's da nicht irgendwo Wege? Da. Nein, wegen Straße. Radelwege. Hm. Fußgängerwege kann man nicht selbst setzen, außer man hat einen Mod. Das ist natürlich unpraktisch, wa? Die kriegen hier drüben ihre eigene Straßenmeisterei. Einfach, dass die Straßen besser werden. Okay. Da muss 800.000. Jawohl, jetzt läuft die Stadt, ne? Nicht mehr so wie, hä? Vorher? Ach so, jetzt weiß ich, was da los ist. Okay. Die lernen immer noch. Wir haben ein Wärmeproblem. Wahrscheinlich, wenn es zu kalt wird. Das ist möglich. Aber das soll es für die Folge erstmal gewesen sein. Ich sage hier vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich über Feedback freuen und bis zur nächsten Folge. Ciao.